Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Maybelline Happy Holidays Adventskalender. Und wenn du doch Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist der Adventskalender, der 59,95 Euro kostet, 24 Boxen enthält und von der Optik her gülden ist. Es wird auch noch einen weiteren Adventskalender geben, den habe ich auf der Rossmann Homepage gesehen und es gibt ja auch noch den Adventssonntage-Adventskalender mit 5 Boxen. Genau, den habe ich euch schon ausgepackt, kann ich euch auch in der Infobox, also nicht Infobox, hier in der Infocard, ja, verlinken. Genau, hier haben wir eine wunderschöne goldene Schleife. Ich finde es übrigens sehr verwirrend, dass wir 2 Maybelline Adventskalender haben werden. Aber was soll's. Ja, optisch finde ich das schön. Ich mag dieses Goldene. Das schreit für mich auch tatsächlich sehr, 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 sehr laut nach Weihnachten. Hinten stehen die Produkte drauf, deswegen entferne ich ganz schnell den Schuber. Wir haben hier bei diesem Adventskalender die Möglichkeit, den auch mit einem Ständer aufzustellen. Ja, sie hat Ständer gesagt, wir sind jetzt alle erwachsen wieder. Und das sieht hübsch aus, ne? Ist ein Tannenbaum. Ach, das ist schon schön. Das ist schon schön. Habe ich den eben falsch rumgehalten? Nee, das war dann schon richtig rum, ne? Mag ich gerne leiden. Kann man sicherlich auch total super weiterverwenden, wieder befüllen und so. Und jetzt verstecke ich mich hinter den Boxen. So sieht er dann von innen aus. Oh, you are powerful, loved, gorgeous, amazing, smart, beautiful, brave, magical, strong, priceless, priceless, confident, more than you think. Das ist schon mal total nett, dass man so sympathisch empfangen wird, oder? Ja, wir haben keine Zwischenebenen drin, sodass ich ein bisschen Schiss habe, dass Erwin das Ganze so nicht halten kann. Und so sehe ich ihn auch ein bisschen besser in seiner vollen Pracht, ne? Okay, so, hier haben wir die Nummer 1. Mal gucken, wie der Adventskalender starten möchte. 24-Hour Color Tattoo in der Farbe Pink Gold. Okay, das ist ein Creme-Lidschatten. Hat so ein bisschen was von dem MAC Paint Pot. Ne? Also das kann man sicherlich auch gut als Eyeshadow Base dann zweckentfremden. Ich persönlich bin kein Ultra-Fan von diesen Creme-Lidschatten, bin ich ehrlich. Deswegen wird der auch nicht bei mir bleiben. Eben weil die bei mir mit den Schlupflidern ziemlich schnell in diese Lidfalte reinrutschen. Das ist nicht so mein Favorite-Produkt. Dann gucken wir mal in der Nummer 2 vorbei. Ach guck, den muss ich doch haben, aber ich weiß nicht, ob ich genau die Farbe habe. Maybelline Cheek Heat, das ist eine Blushcreme in der Farbe 30 Coral Amber. Das finde ich cool, das finde ich wirklich cool. Es sind 10 Milliliter, dürfte auch eine Originalgröße sein und die sollen ja auch richtig gut von der Qualität her sein. Wie gesagt, ich meine, ich habe da schon einen von, aber ich glaube nicht in der Farbe. Kann ich mir auch für mich sehr gut vorstellen, ist aber eher eine Frühlingsfarbe. Sehr groß und auch mit dabei ist die Nummer 3. Okay, ja gut. Tada! Okay, Admix GmbH in Ottobrunn hat hier was reingepackt. Ja, okay, die haben das für Maybelline hergestellt. Das ist ein Gua Sha Stein. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall aus, ne? Nicht aus Plastik, das hatten wir auch schon mal in der Glossy Box. Damit kann man halt so Gesichtsyoga machen und das ist, googelt das mal, das ist total witzig. Und dann auch so Öl schön einarbeiten, die Lymphdrüsenmassage von heute, würde ich das einfach mal nennen. Hier haben wir die Nummer 4 und das ist das Ding, ne? Wenn da keine Zwischenebenen drin sind, dann knallt das immer so unschön runter. So, dann gucken wir mal, was wir hier drin finden. Okay, es ist eine Full-Size-Mascara. The Falsies Volume Express, falsche Wimpernmascara, das finde ich gut. Die kenne ich auch noch gar nicht, glaube ich. Das kommt mir gerade sehr, sehr gelegen. Mag ich gerne leihen. Ich mag auch gerne sowieso die Mascaren von Maybelline. Wir haben ein sehr interessantes, aber mir doch irgendwie bekannt vorkommendes, geschwungenes Faserbürstchen, was irgendwie so platt gedrückt ist. Sehr interessant. Wird ausgetestet. Die Nummer 5 ist der Tag vor Nikolaus. Maybelline New York, Nikolaus, wichtiger als Nikolaus selber, glaub schon, ne? Ja, hier haben wir ein Color Show 16 Seconds Nagellack in der Farbe 301 Love This Sweater oder auch in der Farbe Leberwurst. Ich mag das nicht leiden, ne? Also ich bin ja wirklich eher bunt. Ja, ich müsste meine Nägel auch wieder neu machen, weil die sich aufgrund von Kram mal wieder ablösen, aber so ist das Leben eben, es wird Regen geben. Nicht schön. Die Nummer 6 ist Nikolaus. Die scheint relativ unscheinbar von der Größe. Oh, ist das geil. Ich mag die Liftergloss von Maybelline. Die sind so schön auf den Lippen.
Und die kleben nicht, die sind wirklich angenehm, finde sehr passend. 002 Eis ist die Farbe und das ist so ein schöner Ton. Also wunderschön. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja auch, böse? Weiß ich nicht. Ich finde, dass die Farben von den Lifterglossen sich alle ziemlich ähneln. Aber das hier hat dann auch so was leicht Milchiges. Also das ist schon ein bisschen was Besonderes, ne? Ich finde das cool. Direkt darunter befand sich die Nummer 7. Und dort haben wir The Falsies Lash Lift Mascara. Ist aber nicht The Falsies Volume Express Mascara. Das ist eine andere, ne? Das hier ist jetzt auch nur eine Travel Size, eine Reisegröße. Da haben wir keine Full Size. 4,5 Milliliter. Ha, steht nämlich hinten drauf. Hier haben wir aber einen, ich mag die richtig gerne. Die finde ich total super. Die habe ich auch schon mal leer gemacht. Ein erdnussförmiges Bürstchen. Also vorne dick, hinten dick, in der Mitte so zusammengequetscht. Kunstfaserbürstchen und die macht so schöne Wimpern. Also das ist mit einer der besten Mascaren, die ich jemals getestet habe, Leute. Auch bei diesem Adventskalender sollte die 8 machen, dass es kracht. Ne? Sammy hat Geburtstag, es reimt sich darauf und ich sage es einfach gerne. Und hier haben wir einen Primer drin. Schön. Baby Skin Maybelline Instant Pore Eraser. Schade Schokolade. 22 Milliliter. Schade Schokolade, weil ich keinen porenverfeinernden Primer verwende. Das ist halt einfach so ein Ding von mir. Ich brauche Feuchtigkeit, ich brauche Glow, aber halt keinen Pore Eraser, weil meine Poren gehen vollkommen klar. Ja, ist aber vollkommen in Ordnung. Jemand wird sich da sicherlich drüber freuen. Und jetzt, wo ich Baby Skin sehe, bin ich sehr froh, dass wir nicht schon den 5. Baby Lips Lippenpflegestift hier drin gefunden haben. Die Nummer 9 fühlt sich sehr leicht an. Hoffentlich werden wir uns dennoch über den Inhalt freuen. Hier habe ich etwas drin und zwar ein Tattoo Liner. Ja, anspitzbar. 900 Deep Onyx. Kommt mir sehr bekannt vor, Leute. 0,84 Gramm sind hier drin übrigens enthalten. Das ist so ein Kajalstift, der obligatorische schwarze Kajalstift, der einfach in jedem Adventskalender drin sein wird. Sehr wahrscheinlich. Ist aber nicht so mein Fall. In der Nummer 10 darf es jetzt mit einem schweren Produkt weitergehen. Wahrscheinlich auch ein Nagellack. Ja, ui! Schöne Farbe. Mag ich gerne leiden. Super Stay 7 Days Gel Nail Color Nonstop Pink. Schön. 10W200. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall diese Farbe, finde ich, wirklich cool. Ich würde es hart feiern, wenn der auch wirklich deckend wäre. Das weiß man halt nie so genau. 120 ist die Farbe. Flush Pink. Mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Finde ich schön. Zweiter Nagellack. Geht klar. Die erste Schnapszahl ist am Start. Die Nummer 11. Und hier ist ein Lippenprodukt drin. Okay. 642. Latte Beige Cream. Oh, das finde ich gut. Die Konsistenz mag ich gerne leiden. Und auch die Farbe sieht aus, als würde ich die mögen. Halt so ein schöner Nude-Ton. Da ihr euch letztes Jahr beschwert habt, drehe ich euch, sofern möglich und kein Siegel drumherum, die Lippenstifte auch gerne mal hoch. Mir gefällt die Farbe. Was meint ihr? Also wirklich ein tragbarer Ton, ne? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Halbzeit. Die Nummer 12 klimpert. Da ist jetzt ein Stift auch wieder drin. Und zwar Color Sensational in der Farbe 750 Schoko Pop Lip Liner. Oh, der passt zu dem Lippenstift, den wir gerade drin hatten, ne? Das ist cool. Ja, ich mag diese Art von Lip Linern ehrlich gesagt bei Maybelline nicht ganz so gerne, weil die halt zum Anspitzen sind, ne? Die sind so holzig, ist nicht ganz so meine Welt. Ich mag aber super gerne, und das habe ich euch auch in dem Hashtag Ungeschönt Video mit Sarah Isabel gezeigt, die hochdrehbaren, also die quasi, ja, voll aus Plastik sind. Das ist halt auch nicht ganz so nachhaltig wie so ein Holzvieh, aber, ne? Die sind nämlich mega schön, mega cremig und richtig langanhaltend. Die Nummer 13 ist fest in seiner in der Box drin. Okay, das fehlte ja natürlich noch. Wir haben ja schon unseren schönen Gua Sha als Füllprodukt. Und jetzt musste natürlich auch ein wundervoller, formschöner Anspitzer mit dabei sein. Aber hey, ich finde, sowas kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Und wenn man jetzt nicht so wie ich sich zig Adventskalender reinzieht, dann ist es auch ganz gut, weil wir hatten vorher auch einen Stift, den man anspitzen sollte, ne? Und dann wäre es natürlich blöd, wenn du dir extra dafür einen Anspitzer kaufen sollst. Komme ich mit klar. Die 14. Auch die fühlt sich nach Nagellackprodukt an. Nee. Was bist du? Color Tattoo 24 Hours Infinite White. Uiuiuiuiui. Das sieht wirklich schön aus. Und das wird dann auch wohl so eine Full Size sein, ne? Guck mal. Also,
ich glaube, sowas kann ich auch 1A in den Monolidschatten-Adventskalender packen. Ich glaube, da freuen sich sicherlich Menschen drüber, ne? Menschen, da wird sich jemand drüber freuen, wenn er oder sie das halt gewinnt, ne? Weil das mache ich ja am Ende des Jahres sowieso immer oder halt. Ich muss mal gucken, wann ich das dann so eingeplant bekomme, weil Baby Mitte November kommt und so, ne? Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute. Notfalls mache ich das über Instagram. AIDWIKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Folgt mir da super gerne für weiteren Content. Die Nummer 15. Was haben wir hier? Ein Tattoo-Liner. Ein Tattoo-Liner. Den habe ich, ja, den habe ich schon in einem anderen Maybelline Adventskalender-Produkt gehabt. Ist aber schön. Ist so ein Dipfi. 36 Stunden soll der halten. 710 Ink Black / Noir. Also, ja. Also, ne, das ist halt ein sehr haltbares Produkt. Da musst du aber dann zusehen, wenn du dich abends dann doch abschminken möchtest, ne, dass du dich ordentlich abschminkst und nicht die Hälfte vom Eyeliner noch zwischen den Wimpern hast, weil das mögen die Wimpern erfahrungsgemäß nicht ganz so gerne. Ja, ist halt eine Originalgröße von einem Dip-Eyeliner. Finde ich cool, dass es mit drin ist. Ein schöner Ausgleich zu dem Kajalstift, muss ich gestehen, weil sowas würde ich persönlich halt feiern. Würde ich nicht feiern, feiere ich. Was soll das denn hier mit Konjunktiv, Claudinchen? Und hier kommt auch schon die Nummer 16. Hey, das ist mutig. Das ist wirklich mutig. So Complexion-Produkte in einen Adventskalender reinzupacken, kannst du besser halt einen flüssigen Blush, hier war irgendwie Kram dran, oder einen flüssig Highlighter oder so reinpacken, oder Highlighter an sich, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt ein Concealer sein. Das ist der Löscher, den ich theoretisch gerne mag, in der Farbe 01. Der dürfte mir jetzt aber ein bisschen zu dunkel sein. Ich meine, dass ich den letztens auch in der Farbe 1 hatte und aussortiert habe. Ich glaube wirklich, dass er mir zu dunkel ist. Ich brauche es eigentlich richtig, richtig hell, was Concealer angeht. Muss ich noch mal ein bisschen gucken, weil jetzt den Swatchen macht keinen Sinn. Aber, ne? Mutig. Sehr mutig. Eine Woche vor Heiligabend haben wir den 17. Dezember. Aber da müssen wir gucken, was wir dann in dem Produkt auch drin haben. Noch ein Tattoo-Liner. Ist auch wieder für die Augen. Gel-Pencil, Gel-Stift. Matita Occhi Gel. Ich liebe es einfach so andere Sprachen vorzulesen. 942 Rich Berry. Das dürfte... Ist das Lippen? Ist das Augen? Ist das... Ich weiß es nicht. Tattoo-Liner ist ja eigentlich für die Augen gedacht, ne? Weil hier hatten wir ja auch einen Tattoo-Liner in klein drin. Hier haben wir einen Tattoo-Liner in groß drin. Ja gut, dann haben wir hier so einen richtig dunkelbeerefarbenen Eye-Kajal. Ja, kann man machen. Die Nummer 18 habe ich hier. Hier sind wir jetzt herzlich willkommen in der Weihnachtswoche unterwegs, ne? Klar, roter Nagellack muss sein. Fast Gel Nail Lacquer in der Farbe Rebel Red. Ein rebellisches Rot. Die Nummer 12 ist hier am Start. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Originalgröße ist. 6,7 Milliliter. Muss man mal gucken. Aber ich finde, sowas gehört auch in den Adventskalender. Und es passt auch in die Weihnachtswoche dann rein. Die Nummer 19. Hier haben wir wieder so eine kleine Mascara drin, die ist aber gut. The Colossal Mascara ist das von Maybelline. Auch hier haben wir so eine kleine Größe mit 4,5 Millilitern. So schaut die aus und die habe ich auch schon mehrfach, die müsste ich sogar noch offen haben irgendwo, dürfte ein Gummibürstchen haben. Deswegen, ich blende euch mal das Bürstchen ein, die mache ich jetzt nicht auf, weil ich meine, dass ich die noch in meiner Sammlung drin habe. Ne? Muss ja nicht alle gleichzeitig offen haben hier. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich jetzt die Nummer 20. Oha, ja, stand auch außen dran, dass es irgendwie in Kooperation mit Invisibobble ist. Finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, weil ich verwende Invisibobbles. Das sind so meine Lieblingshaargummis. Das hier sind jetzt so die ganz normalen, originalen. Und die haben auch so Glitzer mit drin. Also für meine blonden Haare passt das definitiv. Ich glaube, es passt auch zu braun und zu schwarz und zu allem und so. Ne? Also ich mag das. Ich finde es gut. Aber ich bin, also ich finde es total merkwürdig. Habe ich ja auch bei dem anderen Maybelline-Produkt gesagt, dass in einem Kläppchen total randommäßig auf einmal irgendwas von einer anderen Firma aufgetaucht ist. Also entweder haben die irgendwie sich angefreundet oder sind sonst irgendwie verbandelt miteinander. Wer weiß das schon. Da denkst du, du kriegst das noch irgendwie hin, dass bevor der Akku leer ist, du das Video gedreht bekommst. Pustekuchen, bei 21 macht der Lacku schlapp, genau. Der Akku schlapp. Hier habe ich nämlich die Nummer 21 und das fühlt sich auch wieder sehr leicht an. Wieder so ein Stift. Hier haben wir Line Refine Expression Kajal Soft Kohl Liner. Noch einer in der Farbe 33, ist schwarz. Ja, noch so ein schwarzer Kajal. Na. Die Nummer 22 enthält Safe Nagellack. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Das ist die zweite Schnapszahl. Oh, aber hier haben wir auch wieder einen von diesen Super Stay 7 Days. Ja,
ist die Farbe 912 Rooftop Shade. Ist für mich auch wieder so Richtung Leberwurst, ne? Es ist ein bisschen rotstichiger als der hier. Aber trotzdem. Also ich mag, also nee. Schade. Ja, da fällt selbst die Mascara hier oben. Aber vielleicht machen die jetzt kurz vor Weihnachten noch so ein bisschen diese Stimmung, damit die jetzt am 23. und am 24. wieder mega einen raushauen können. Hier habe ich jetzt den Tag vor Weihnachten, vor Heiligabend, Entschuldigung, die Nummer 23. Und hier habe ich so einen Lip Liner drin, den ich euch eben erzählt habe. Von dem ich euch eben erzählt habe. Das ist nämlich in der Farbe 50, das ist die Rose, ein Color Sensational Lip Liner. Und der ist so, so toll. Ich meine, dass ich die, dass die Rose Farbe auch schon da hätte. Weil der letztes Jahr auch schon drin war. Läuft. Aber, so, da, läuft. Aber, ja, die sind super schön. Super lang anhalten, mag ich richtig, richtig gerne leiden. Also, das ist schön. Das ist gut, der ist toll. Ja, mag ich gerne leiden. Trommelwirbel für die Nummer 24. Hier dürfte erfahrungsgemäß eine Full-Size Mascara drin sein. Und ich würde mich mega darüber freuen, wenn die Mascara reinpacken, die ich gerade auf meinen Wimpern trage, denn die ist mir heute leer gegangen. Das wäre die Sky High in der Schwarz- kupfernen Variante, also quasi in der neuen Variante, die man besser abgeschminkt bekommt. Das würde ich sehr feiern. Und es ist die, die ich nicht so gerne mag. Okay, die Curl Bounce Mascara. The Colossal. Ja, also die habe ich auch schon gehabt, habe ich weitergegeben, weil die leider nicht so mein Fall war. Schade Schokolade. Auch hier kann ich euch das Bürstchen mal einblenden. Die wird nämlich safe weiterwandern, weil die bei mir echt nichts gemacht hat. Ne? Tja. Man hat mal Glück, man hat mal Pech. Ist wie das. Der ist leer, ne? Ja, also wir haben ihn jetzt komplett ausgepackt. Wie gesagt, 59,95 habe ich dafür bezahlt. Wir haben Produkte bekommen, die definitiv den Preis wert sein werden. Wir haben brauchbare Produkte hier mit dabei. Wir haben gute Produkte mit dabei. Wir haben Produkte mit dabei, wo ich sage, ist jetzt nicht so ganz meine Welt. Muss auch nicht sein. Aber das ist halt schwierig, jedermanns Geschmack zu treffen. Mutig ist es definitiv mit dem Concealer. Definitiv. Viel zu viele Augenumrandungsprodukte, meiner Meinung nach. Also das hätte echt nicht sein müssen, weil ich meine, wie viele Kajalstifte kann man reinpacken? Ja. Ja, sehr, sehr viele Mascaren, aber ich finde, Maybelline steht auch immer für gute Mascaren, wohingegen wir eigentlich verhältnismäßig recht wenig Lippenprodukte drin haben, wobei man da nicht vergessen sollte, dass man ja auch Lip Liner mit drin hat. Genau, aber sonst, ja, es ist eine schöne Mischung eigentlich, ne? Wir haben ja auch so Augenprodukte, also zwei Monos mit drin gehabt, deswegen geht es eigentlich schon klar. Und ja, ich gucke die ganze Zeit auf den Tisch, auf die Produkte und denke mir, eigentlich passt das schon. Eigentlich ist es ein Kalender, den man sich mal anschauen kann. Und wenn eine Freundin von mir mich fragen würde, Mensch, ne, welchen Kalender kannst du empfehlen? Und ich weiß, dass die Lady vielleicht ein bisschen von der Hautfarbe oder vom Teint her nicht ganz so Richtung Wandfarbe ist, wie ich das bin, dann würde ich ihr den empfehlen, weil man ja weiß, dass dieser Concealer drin ist. Blöd wäre es nur, wenn die den Concealer in verschiedenen Farben reingepackt haben. Da weiß ich jetzt nicht. Es wird ja safe hier hinten auch draufstehen, dass hier ein Concealer mit drin ist. Da weiß ich nur nicht, ob die hier auch die Farbe dann draufgeschrieben haben. Weil das wäre natürlich schlau und das wird dann auf jeden Fall auch, ja, steht drauf, 01 Light. Also das wird den Menschen, der den Adventskalender kauft, darauf hinweisen, hey, guck mal, ne, da steht drauf, dass da auch ein Concealer drin ist und das ist die Farbe 01. Blöd nur, wenn das irgendwie mein Freund zum Beispiel kaufen würde. Gut, der weiß mittlerweile, was ein Concealer ist, aber der wird sich auch nicht so wirklich mit Farben auskennen, also mit den Farben und könnte das nicht so wirklich zuordnen. Wisst ihr, was ich meine? Weil sowas ist ja eher was, was man geschenkt bekommt. Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Also ihr habt jetzt so ein bisschen meine gehört. Wichtig ist aber diese Schwarmwissen-Kommentargeschichte. Deswegen finde ich das immer super schön, dass ihr so viele Kommentare schreibt. Ja, ne? Denn das wäre es nun von mir und dem Maybelline Adventskalender in Gold gewesen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne ein Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalendern aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!